Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Kanal von Blankenburg zu einer neuen Folge von Little Big Workshop. Und ihr seht schon, es blinkt hier unten rot, denn wir haben in der letzten Folge gesagt, wir würden gerne hier einen weiteren Pausenraum etablieren. Und ja, ich hätte gesagt, wir versuchen den hier unten dran zu setzen und ich würde den auch nicht allzu groß machen. Na, wobei der ist recht länglich. Naja, gut, ein bisschen Platz werden wir brauchen. Vielleicht so eine Tür. Würde ich... Ja, da haben wir jetzt ein Problem. Ich kriege da nirgends eine Tür im Moment rein. Ich würde die vielleicht erstmal... Ja, aber das ist doch auch blöde. Wenn wir die da hinten ran machen... Wir machen das anders. Ich stelle hier die Sachen um. Und jetzt können wir nämlich hier die Tür reinsetzen. Wir lassen den Raum erstmal errichten und dann gibt das so einen zweiten Pausenraum hier oben. So, die ersten Videospiele-Konsolen scheinen hier ihren Lauf zu nehmen. Sehr gut. Ich kontrolliere mal wieder. Ja, hier müssen wir tätig werden, da auch. Das Ding hier macht demnächst auch die Biege. Alles andere sieht noch stabil aus. Ja. Sehr gut. So, der neue Kantinenbereich hier nimmt langsam Formen an. Ja, wir merken jetzt das Problem mit den Arbeitern. Und ich bin auch fast am Überlegen. Wir haben ja hier... Sehe ich das irgendwo? Ich glaube, ich muss da einmal draufklicken. Wir merken hier, diese Tische... Die liefern normalerweise 6 Punkte, aber es halbiert sich bei jedem 9. Das heißt, effektiverweise wäre es wahrscheinlich sogar klüger... die erstmal umzustellen. Den müssen wir hier... Warum kann ich den nicht hier drüben reinstellen? Wahrscheinlich muss der Raum erst als Pausenraum deklariert werden. Dazu sollten wir vielleicht... Ja, ich würde die hier rübersetzen. Mal 2. Dieser... Apparate hier holen. So. Dadurch ist es jetzt offiziell eine Kantine. Sehr schön. Und damit können wir dann auch hier den Tisch verschieben. Ja. Ich schau mal, dass ich alles, was hier irgendwie doppelt ist, in den anderen Raum rüber bewege. Den könnte ich da noch hinpacken, ja. Sehr gut, alles andere. Naja, gut, diese beiden Tische, die würde ich jetzt hier mal noch stehen lassen. Ja. Weil hier oben ist das Ganze dann natürlich deutlich effektiver. So, die Konsolen sind hier in der Endmontage. Beim Thema Grill gibt es noch einiges zu tun. Wir warten mal, bis die Konsolen hier fertig sind. Dann hätte ich gesagt, können wir mal in Richtung neuer Auftrag schauen. So, die letzte. Ja, damit ist die fertig. Und
Wir gehen hier in den Verkauf. Alles wird verladen. Und unser Konto sollte dann auf 50.000, glaube ich, in etwa ansteigen. Ja, passt. Sehr schön. So, ein neuer Auftrag. Wir können mal gucken, was es hier im Bereich der Aufgaben gibt. Im Bereich Metall würde ich mal einen momentanen Bogen drumherum machen, aber wir können hier diese Tische machen. Ah, okay. Ja, wir müssen natürlich erst den Plan erstellen. Ja, und hier möchte er ein Holzteil. Ja. Und hier gehen wir auf Metall. Und zwar Pressmetall, hätte ich gesagt. Ja, dann müssen wir hier aber schon die höherwertige Variante nehmen. Ich kann mal noch mal gucken. Es gibt ja hier zwei Varianten. Und die Schwierigkeit ist momentan hier die grüne Eigenschaft. Ja, das sind die beiden, da schenken die sich überhaupt nichts. Also bleiben wir dabei. Ja, hier im Holz müssen wir dann wohl oder übel auch das teurere nehmen. Leider. Aber, ja, der Profit ist immer noch gut. So, gerader Schnitt ist wieder klar. Da kommt ja nur hier unsere Anlage in Frage. Hier haben wir die Metallverarbeitung. Metalldrehen haben wir hier hinten. Ach, das haben wir momentan nur. Okay, da fehlt uns noch die Maschine. Das ist momentan noch ein Handarbeitsplatz, aber gut. Kleben haben wir hier. Holzdrehen haben wir hier oben. Ja, nochmal kleben. Das würde ich jetzt auf den hier legen. Wir hatten, glaube ich, schon mal kleben, oder? Ja. So, die Zwischenmontage hierauf. Die Endmontage in unseren großen Montagesaal. Und hier nochmal runder Schnitt. Hier drüben. Sehr schön. 14 Stück. Ja, gibt uns 7752. Sollten wir schaffen. 5 Tage Zeit. Priorität wie immer hoch. Die Ware kommt an. Ja. Und die Arbeit geht hier natürlich sofort los. Der Holzschnitt. So, wir merken hier schon, dieser Raum ist gut besucht. Da sollten wir vielleicht nochmal einen zusätzlichen Automaten aufstellen. Ja. Da ist wieder einer umgekippt. Ja, das ist hier leider ruckzuck. Ruckzuck ausverkauft. Ich würde mal hier vorne noch eine neue Kaffeemaschine hinstellen. Ja, hier mit dem Tisch, wir kommen sehr gut voran. Das sehe ich überhaupt kein Problem. Ja. Hier wieder ein neuer Auftrag. Ja, schaut her, das geht hier ruckzuck. Wir gucken mal. Ja, hier sollten wir wieder tätig werden. Hier drüben auch. Perfekt. Ja, mittelfristig sollten wir uns auf jeden Fall mal überlegen, ob wir die
dass wir diese gemischten Räume vielleicht spezialisieren auf rein Metall, rein Holz. Das würde ich dann aber in der nächsten Staffel erst angehen. Ja. So. Die Tischmontage dürfte hier jeden Moment starten. Hier werden noch Einzelteile gedreht. Ja, es geht jetzt los mit diesen Holzstangen. Das ist aber, glaube ich, schon wieder für den Grill. Was fehlt denn zur Montage von den Tischen noch? Ach, ich glaube, da liegt jetzt überall Ware drauf für die Grills. Oh. Das ist jetzt natürlich schlecht. Die haben das alles schon vorbereitet. Und die warten jetzt natürlich, bis alles da ist, um die Grills zu montieren. Ah ja. Jetzt wird hier zumindest mal eine Station frei. Was ist denn hier los? Warum kümmern die sich nicht um den Tisch? Ist eigentlich einpriorisiert. Leute, macht mich nicht schwach. Die machen. Jetzt geht's los mit den Tischen. Na, immerhin. Unsere Leute stehen rum, das heißt, wir sollten neue Aufträge starten. Ich würde mal. Lohnt sich das mittlerweile? So ein Deckenventilator. Ich schaue nochmal durch. Also hier sind die Preise miserabel. Deckenventilator würde gehen. Das hier ist ein Roboter. Da brauchen wir Spezialmaschinen dafür. Die haben wir noch nicht. Na, und die E-Gitarre? Nee. Wir probieren mal das hier. 40 Einheiten würden maximal gehen. Was müssen wir hier machen? Ui, der Plan ist schon mal groß. Ja, es geht erstmal um die Flügel. Und da würde ich mal hier mit den einfachsten beginnen. Dann nehmen wir hier, ja, wir fangen mal mit Holz an. Da würde ich auch auf Holz gehen. So, was hätten wir? Hier müssen wir noch eine Entscheidung treffen. Ja, da gehen wir doch auch mal auf Holz. Das können wir gut verarbeiten. So, hier geht es scheinbar um den Antrieb. Ich würde auch mal mit dem einfachsten beginnen. Da können wir natürlich dann das günstigste Metall nehmen. So, hier müssen wir noch eine Entscheidung treffen. Ich gehe mal auf Kunststoff. Das ist nämlich, glaube ich, insgesamt das günstigste Material. Hier müssen wir noch was entscheiden. Da geht es um. Ich weiß gar nicht, was das ist. Ach, das ist gar kein Ventilator. Das ist eine Drohne. Jetzt sehe ich das. Ah. Hier auch das günstigste. Wo müssen wir noch entscheiden? Hier oben. Wir nehmen wie immer natürlich die günstige Holzvariante. Und hier das günstige Metall. Ja, weil ich denke nämlich. Ja, nee, das ist denke ich, in Ordnung. Irgendwo haben wir noch eine Entscheidung. Hier. Auch die 18. Da auch die 18. Noch irgendwo muss eine Entscheidung auf uns warten. Hier. Und auch da gehen wir natürlich auf das günstigste. So, dann geht es eigentlich nur noch darum, die Maschinen entsprechend zu verteilen.
Ich markiere mir hier wieder die ganzen geraden Schnitte erstmal. Das scheint alles zu sein, was Holz angeht. Das machen wir natürlich hier in unserer Zuschnitthalle. Dann haben wir hier Arbeit für die Drehbank. Habe ich da alles? Ah, Mist, wir brauchen hier auch diese Roboter-Montagestation. Was würde die uns denn kosten? 8000. Puh. Na komm, wir probieren das aus. Laune minus 4. Dann stellen wir hier noch so einen Spielautomaten mit rein. Wir probieren das jetzt einfach mal aus. Halt. Blaupause. Zurück. So. Wir haben hier Sachen für die Drehbank. Die steht ja hier oben. So. Und jetzt geht's um die Montage. Ja, wir haben hier zwei Montageschritte. Die, ja, hier ist es vierfach. Passt auf, wir lassen das in der großen Halle machen. Das ist relativ viel Arbeit. Das hier ist weniger, würde ich aber auch hier laufen lassen. Die beiden Vormontageschritte hier, die packen wir in die kleine Halle. Das Zusammenpassen, ja, lassen wir auch hier drüben. Da werden ja nur Teile montiert, die hier ohnehin gefertigt werden. Das würde ich wiederum in die große Halle packen. Und die Endmontage packen wir hier rauf. Das geht ja gar nicht anders. So, hier haben wir noch Metall. Das haben wir hier. Die Stanze steht hier drüben. Kunststoff ist klar. Das ist hier. Guss ist hier. Das geht auch gar nicht anders. Nochmal schneiden. Dann Metallrundschnitt haben wir hier. Nochmal Guss haben wir hier. Geht es noch weiter? Nochmal ein gerader Schnitt. Nochmal ein runder Schnitt. Und nochmal Guss. Haben wir alles? Ja. So, jetzt ist die Frage, wie viel? Sehen wir irgendwo rote Zahlen? Ja. Jetzt haben wir 8. Haben wir noch mehr rote Zahlen? Nee. Da machen wir allerdings so erstmal kaum Profit. Ich würde mal auf 16 hochgehen, damit sich das wenigstens lohnt. Und wir probieren das Ganze mal aus. Das ist jetzt natürlich eine unfassbar große Aufgabe. Aber ich denke, als Staffelfinale ist das doch etwas Angemessenes, oder? So, hier werden die letzten Tische vollends produziert. Ich habe das hier noch nicht so ganz verstanden. Muss ich die Priorität hier absenken oder erhöhen? Weil hier wird irgendwie nie was eingelagert. Was ich komisch finde. Ah, jetzt. Okay. Also man muss es scheinbar tatsächlich absenken. So, jetzt haben wir das Problem, dass hier oben grundsätzlich alles leer ist und hier unten füllt sich das unendlich. Irgendwie hatte ich das anders geplant. Aber gut. So, wir gucken mal. Zumindest die Tische dürften demnächst fertig sein. Der letzte wartet hier.
So, und damit können wir liefern. Perfekt. So, das hat uns wieder ein wenig Geld in die Kasse gespielt und er war zufrieden. Sehr schön. So, die letzten Grills werden hier montiert. Und dann gucken wir doch mal unseren Wichteln noch zu, was hier so alles noch gemacht wird. Holz ist alles zugeschnitten. Hier stehen Grillteile. Ja, hier ist ein bisschen Krimskrams eingelagert. Wir gucken mal nochmal, ob hier, ja, ein bisschen was müssen wir tun. Die hier vielleicht auch. Die beiden Sägen machen mittlerweile ein bisschen schlapp. Ja, ich denke, es lohnt sich hier mal insgesamt. Ah, hier auch noch. Dass wir hier mal wieder alles auf Vordermann bringen. Ja. Und hier hinten werden die letzten Grills montiert. Grill Nummer 10. 11 und 12 sind durch. Ja, da ist wieder ein Problem mit dem Kaffee. So. Da kommen die letzten Grills. 13 Stück sind fertig. Na, jetzt werden hier irgendwelche Teile vorgezogen, offenbar. Ah, da wird nochmal was für die Grills zusammengebaut. Ja, hier wird auch montiert. Sehr fleißig, sehr schön. Na, in fast allen Räumen ist jetzt was zu tun. Ja, wir müssen hier noch mal da drüber gehen. Denn hier ist die neue Maschine noch nicht eingebunden. Jetzt müsste alles, glaube ich, drin sein. Ja. Sehr schön. Hier ist auch alles eingebunden, oder? Ja. Sehr gut. So. Hier steht der letzte Schlag an. Und wir liefern Grills aus. Hervorragend. Und da nehmen wir uns den Gewinn mit. Der letzte Grill wird verladen. Und das hat ordentlich Geld in die Kasse gespült. Sehr gut, Leute. Ich denke, wir haben in der Staffel wieder einiges geschafft. Viel Gewinn gemacht. Und ich würde mich freuen, wenn ihr natürlich auch das nächste Mal wieder dabei seid in der neuen Staffel. Hier auf dem Kanal von Blankenburg in unserem Little Big Workshop, unserer kleinen Wichtelwerkstatt. Bis dahin, tschüss.